Heute geht es mal wieder um Strom. Das heißt Strom auf meiner Anlage. Ich habe da ein bisschen was gebastelt, was ich euch heute gerne zeigen möchte. Ein kleines Stellpult. Da komme ich am Ende des Videos noch drauf. Da möchte ich euch das Ganze mal zeigen. Und damit recht herzlich willkommen bei Train Dreams. Hier sehen wir jetzt, dass es soweit ist. Ich kann endlich fahren mit meiner Modellbahn hier oben auf den kleinen Abzweig. Das Ganze habe ich übrigens jetzt nicht mehr Sägewerk genannt. Das Ganze ist ein Holzlager, warum auch immer. Da kann man auch sägen drin. Ich fand es einfach ein bisschen besser, weil ein Sägewerk ist für mich ein bisschen was Größeres. Und ja, hier sehen wir schon, wie es funktioniert. Hier sehen wir schon, dass das mit den Schalten funktioniert. Da habe ich übrigens, wen das interessiert, wie ich das gebaut habe, habe ich auf meinem Kanal Model Creation. Ich verlinke es auch noch am Ende des Videos, unter dem Video und auch hier oben in der Infocard. Da könnt ihr euch gerne anschauen, wie ich das gebaut habe, wie ich die Steuerung hier gebaut habe, wie ich das Stellpult gemacht habe, die Platine gemacht habe. Ich reiße es nachher nochmal ganz kurz am Ende des Videos oder im zweiten Teil des Videos an. Hier sehen wir auch jetzt, wie der Riedkontakt reagiert. Schaut mal hin. Zack, hat er alleine umgeschaltet. Das heißt, wenn ihr Uli schläft, wenn Uli mal nicht aufpasst, die Lok fährt übers rote Signal, habe ich schon zigmal erzählt, schaltet sich alles automatisch um und es funktioniert. Ihr seht, das liegt bombenfest alles, das funktioniert. Da hinten haben wir ja das Abstellgleis, wo nachher später das Gebäude drüber kommt, was wir da im Hintergrund sehen, wer es noch nicht gesehen hat bei mir. Da kommen wir aber drauf. Heute geht es mal ein bisschen um Strom. Doch, ja, dazu habe ich mir diese Vago-Halter gebaut. Die habe ich euch schon mal ähnlich gezeigt, nur in kleiner Variante, auch nicht angeschraubt. Und ja, diese Vago-Halter sind beeinflusst worden von einem negativen Ergebnis. Da komme ich jetzt mal gleich zu. Hier seht ihr erstmal noch, wie ich das Ganze anbohre. Und es wird nicht nur geklebt, ich habe das sonst immer angeklebt und das kannst du bei einem Vierer-Wagon nicht machen, das funktioniert nicht. Das ist zu wabbelig dann alles irgendwo und dann reißt es vielleicht ab, wenn du oben die Wagoklemme veränderst. Und ja. Ein Trauerfall. Doch wenn was untergeht, geht was Neues auf. Und zwar, ich habe einen neuen Drucker mit rein kaufen müssen. Obwohl mein Ender 5 kaputt gegangen ist, habe ich mir jetzt diesen Drucker gekauft. Das ist der Ender 3 S1 Pro. Das ist ein anderes Modell. Ihr seht schon, der hat keine Würfelform mehr. Der hat also jetzt, man nennt sie liebevoll immer Bettschubser, ja, bei die unten das so hin und her schieben. Und mit diesen konnte ich natürlich dann auch diese Vago-Halter bauen, weil ich hatte es vorher versucht. Der 3D-Drucker ist ausgefallen, der hat es nicht überlebt. Und ich war selber schuld, wenn es interessiert, ich habe mein Filament nicht trocken gelagert. Ich habe jetzt Trockenboxen mir gebaut, wo ich die Filamentrollen, ich habe da hinten so 10, 15 Filamentrollen immer da. Und die haben einfach die hohe Feuchtigkeit in diesem Sommer nicht vertragen, sind wahrscheinlich aufgequollen und haben dann meinen Druckkopf beschädigt. Den kann man zwar reparieren, aber ich habe das Ganze auch gleich genutzt, das Ganze mal auszutauschen, mal einen anderen Drucker wieder hinzustellen, der einfach noch feiner, noch besser drucken kann, schneller drucken kann, präziser drucken kann, viel mehr Dinge drucken kann. Das heißt, ich kann ganz andere Filamente einlegen, ich kann auch mit Holz Filament drucken und und. Ja, wird alles zum Einsatz kommen, kommt irgendwie nach und nach, werde ich euch das mal zeigen. Hier sehen wir jetzt die Vierer Vago-Türme, die ich mal entworfen habe oder die ich mir entworfen habe. Die brauche ich tatsächlich in dieser Höhe, Vierer. Ich habe immer zwei links, zwei rechts, das heißt 8 Stück habe ich dran. Denn ich komme ja mit, wer sich erinnert, ich hatte vor einigen Folgen bei mir Platinen gebaut, wo ich 16 Schaltdrähte habe, die von meiner Häuserbeleuchtung kommen. Das heißt, ich kann 16 verschiedene Fenster ansteuern, habe mich aber entschieden, ich mache das Ganze erstmal auf 8, weil 8 Fenster, die sich verschieden steuern, bei einem Gebäude ist das völlig ausreichend. Auf dem zweiten Vago-Turm, der hier rechts steht, da kommt nachher dann noch Strom ran vom, wie soll ich jetzt sagen, von meinem Stellpult habe ich 8
Knöpfe drauf, zum Beispiel für Wegebeleuchtung, Autobeleuchtung, Bahnhofsbeleuchtung, Nachtbeleuchtung und die einzelnen Schalträte bringe ich hier noch mit her, sodass ich auf der rechten Seite meiner Modellbahnanlage, hier oben drüber ist übrigens der Wald oder käme der Wald hin, den ich gebaut habe, das ist sozusagen unter dem Wald alles drunter und die ganzen Laternen, die möchte ich natürlich auch ansteuern, die haben ja so einen Flackereffekt, wenn sie angehen und da passiert ziemlich viel im Hintergrund oder im Untergrund meiner Modellbahnanlage. Und das muss ich ja alles irgendwie stromtechnisch rüberbringen. Und da habe ich mir eben diese achtadrige Leitung gekauft. Das waren 40 Meter oder sowas. Und die kann ich dann eben da hinführen, anschließen und kann eben für die LEDs, die nicht wirklich viel Strom fressen, kann ich mit diesen dünnen Drähtchen da alles anschließen. Das passt. Und ja, sozusagen habe ich auf der einen Seite jetzt die 8 mal Häuserbeleuchtung, die sich dann verschiedene Fenster so an- und ausgehen können. Und auf dem anderen habe ich dann die 8 verschiedenen Leitungen, die von meinem Stellpult kommen, die auch über meinen Modellbahnuntergrund geregelt werden mit Relais, wo ich dann diese ja, Vago-Reihe auf meiner, viel, viel weiter links auf meiner Anlage, ist egal. Ich erzähle gerade Sachen, die euch wahrscheinlich gar nicht interessieren. Ich habe, wie gesagt, das hier angebracht. Hier vorne sehen wir übrigens eine Weichensteuerung. Die komme ich auch nochmal extra. Ich fange wieder mal an, aus dem Hundertstel hier rauszukommen, um alles Mögliche zu erzählen, was vielleicht ein bisschen blödsinnig ist. Aber wir sehen es schon, da oben sind die Arkaden, da wäre der Wald, ganz da oben ist nachher dann das Holzlager, wie ich es jetzt nenne. Das Ganze wird natürlich beschriftet, das muss ich natürlich machen. Ich mache sozusagen immer so, dass ich am PC habe ich eine Datei mit Bildern, wo ich dann immer so Platinen fotografiere oder auch jetzt in dem Fall die Vago-Türme fotografiere und dann beschrifte ich das. Und da habe ich, kann ich ein Bild abrufen, da weiß ich, aha, das ist wie hier zum Beispiel Verteiler B001. Die habe ich also neu angefangen, die B-Reihe. Und daneben kommt dann der B002 und dann kann ich in meinen PC in der Datei reingucken und kann sagen, aha, beim B001 oben links ist meinetwegen, ich weiß gar nicht jetzt mehr, welcher hier was ist, ist auch völlig egal, ist meinetwegen Straßenbeleuchtung, dann kommt die Bahnhofsbeleuchtung und so weiter und so fort. Und dann kann ich das immer alles nachvollziehen. Das gleiche habe ich auch, ihr seht da hinten die Bezeichnungen für Riedkontakte, für Weichen, macht ihr wahrscheinlich alle auch so. Jeder hat da irgendwo sein System, wie er da klarkommt mit den ganzen Kabelwulst, die man da unter der Anlage drunter hat. Hier sehen wir es eben noch mal ganz kurz. Unten waren jetzt die Technik. Jetzt kommen die beiden Ebenen hier oben drüber. Und hier habe ich dieses Gleis, was wir in der letzten Folge gebaut haben. Und das habe ich jetzt dann zum Funktionieren gebracht mit dem ganzen Kram. Genauso gut habe ich auch Hotspots überall dran, wo ich sagen kann, hier werden Signalströme rausgenommen, also für Signale, nicht Signalströme, für Signale die Ströme rausgenommen oder irgendwas anderes. Und hier sehen wir jetzt auf der linken Seite, wo oben die Zahlen 5, 6 und 7 so ein bisschen zu lesen sind. Das sind sozusagen die Hauptverbindungsstellen zu meiner Anlage hin. Von dort aus geht es eben zu diesen Verteilertürmchen, wie ich sie gerade gezeigt habe. Da geht eben alles hin, da trifft sich alles und da werden auch solche Sachen mit Platinen geregelt, eben dass die bestimmte Wegelampen, dass die anfangen zu blinken, wenn die angehen, so einen Flackereffekt drin haben und so weiter und so fort. Das wird eben alles von hier aus gesteuert und ja, ich weiß nicht, wenn es mal interessiert, kann ich das gerne mal so als Gesamtüberblick mal erklären oder zeigen. Das wird auch ein Stundenvideo, also das geht mal nicht auf die Schnelle, weil das ist wahnsinnig komplex, was ich mir da gebastelt habe und ohne meine Aufzeichnung würde das gar nicht funktionieren. Hätte ich überhaupt keine Chance, das in irgendeiner Form mir nochmal raus. Ich habe das probiert, mir aus den Gedanken rauszuholen. Klar weiß ich, was da eben die ganzen gelben Kabelchen sind und so weiter. Hier sehen wir jetzt die Steuerplatine, die praktisch für die Weiche oben ist. Das Ding ist für eine Weiche nur da. Und für die Rückmeldung und so weiter. Und das, was wir uns jetzt hier angucken, das ist sozusagen das Stellpult. Und das ist das, was ich im Video zeige, was ich verlinke, was eben bei Model Creation zu sehen ist, wie ich das alles gebaut habe. Ich gehe jetzt hier nur relativ schnell auf die Sachen ein, dass ihr es mal seht. Wer es sich nämlich nicht angucken will, hat es wenigstens hier mal gesehen. Und das sind beide zwei LEDs oben drin, die rot und grün umschalten können. Hier vorne haben wir zwei Taster und das Ganze ist von der Optik angepasst an meiner ganzen Weichen, die auf dem Hauptmodul sind. Das werdet ihr jetzt vielleicht nicht aus dem Kopf wissen, ist aber nicht weiter schlimm. Ich mache es jedenfalls so, dass alles irgendwo ein Bild ergibt und alles irgendwo zusammenpasst.
Und hier sehen wir es nochmal, Ausfahrt Holzlager, so habe ich es genannt. Das, ja, aber wie gesagt, auf diesen Bau, da komme ich separat in dem Video zu sprechen. Auch was wir jetzt hier sehen, ist nur angeschnitten. Angeschnitten. Mein Lasercutter, der schneidet jetzt sozusagen diesen Halter hier aus. Ihr habt auch den Schaltplan gerade im Hintergrund gesehen, auf den gehe ich dann auch in dem Video nicht detailliert ein, aber auch den zeige ich im Video, den kann man sich da gerne angucken, wenn man das nachbauen möchte zum Beispiel irgendwo. Und da habe ich mir eben hier so einen Halter gebaut aus Holz, weil ich das ja komplett separat steuern möchte. Über mein großes Stellpult wollte ich es nicht mit anschließen, wäre auch vielleicht ein bisschen eng geworden, hätte auch gar nicht gepasst, weil das ist 2 Meter weiter links auf meiner Modellbahn. Und wenn ich an dem Holzlager was gerne regeln möchte, dann ist das zu weit weg, um da wirklich fein arbeiten zu können. Hier sehen wir, ich habe das angebracht unter der Anlage mit so 2 solchen kleinen Haltern. Auch das zeige ich komplett auf dem Bastelkanal. Ich habe es ja auch hier oben hingeschrieben. Und das ist, wie gesagt, das Mini-Stellpult, was ich da angebracht habe. Und das sitzt da gleich rechts. Und von dort aus kann man das Ganze eben regeln. Das ist völlig autark angelegt. Das hat nichts mit dem großen Hauptstellpult zu tun. Natürlich kommt der Strom vom Hauptstellpult, aber das ist alles jetzt zu viel des Ganzen. Und wir sehen auch die beiden Signale, die sind natürlich hier noch nicht befestigt. Die habe ich auch nach vorne gedreht, dass wir die jetzt hier schön sehen. Das eine leuchtet ein bisschen mehr an die Kamera, das andere weniger. Deswegen auch die Helligkeitsunterschiede. Ist aber auch völlig belanglos irgendwo. Und es funktioniert gut. Ich habe das so gemacht, dass ich, wenn ich die Ausfahrt habe, den Taster 2-mal drücken muss, damit das umschaltet, damit man eben nicht sinnlos da mit vollem Karacho in das Holzlager reinfährt. Also wenn ich nach oben schalte, hier unten muss ich 2-mal drücken, ja. Und oben reicht es, wenn ich 1-mal drücke, so dass ich nicht versehentlich immer auf die Schnelle unten die Weiche umstelle und ja, wie gesagt, da reinrausche und mache dann noch was kaputt oder sowas. Ja. So habe ich mir das halt gedacht. Und das Ganze ist mit Steckkontakten gebaut. Zeige ich euch aber auf dem Bastelkanal. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Ich habe es hier hinten auch noch verlinkt in der Endcard. Könnt ihr euch gerne angucken. Ihr seht auch jetzt schon die Riebkontakte. Das funktioniert alles. Ich habe mit Magnet das getestet. Die Loks schalten das wunderbar um. Zack, bums. Seht ihr? Funktioniert einwandfrei. Ich kann entweder unten schalten oder oben schalten mit Rückmeldung nach vorne. Passt. Da würde ich sagen, macht schon gut, wir sehen uns im nächsten Video. Schaut mal auf den Bastelkanal rein, wie ich das gemacht habe. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Bis nächste Woche. Tschüss, euer Uli.